So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Kirat. Möglicherweise werde ich diesen Satz zum allerletzten Mal sagen. Wir schnappen uns Pagan. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Danke an alle, die dabei waren, die dieses coole Projekt unterstützt haben. Es wäre voll lächerlich, wenn das jetzt nicht die letzte wäre. Aber wir versuchen es halt mal, ne? Das ist so der Gedanke dahinter. Auf geht's. Diese Musik auch. Ist richtig gut. Wir schnappen uns den Pisser jetzt. Ich frage mich, was mit Zabal passiert ist, ganz ehrlich. Vielleicht spielt er jetzt auch noch eine Rolle, wir werden sehen. Auf jeden Fall geht es los. Pagan, ich bin gleich da. Bin gleich bei dir. Auf geht's. Serpentinen hier noch die letzten. Hier liegt auch schon alles in Trümmern. Gleich sind wir da. Was ist das denn für eine Straße? Oh Gott. Dauert ja kaum lange da herumzufahren. Aber den Weg, der ist mir allemal wert für den Palast. Auf geht's. So, Pagan. Come in. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances are you shot them on your way in. Now, before we begin, to whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this. And what were my exact words? Ah. Stay here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I'll be right back. Ja gut. No. If you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy. Didn't listen, decided instead to join the other monkeys and start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over. I say, you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes together. Irgendwie vertraue ich dem Typ nicht. Ich würde ihn gerne erschießen, aber ich will wissen, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ich erschieße ihn nicht. So, who did you kill? Is it Amitar? Sabal? Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. At this point, you didn't even blink. Well, you do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. I suppose you could take it back. You're halfway there. One down, one to go. Not that I want to put ideas in your head. At least now we know you have a taste for doing what it takes.
No more putting it off, I suppose. Well, come on. And don't forget your mother. Okay. You do realize that urn represents all that's left of the old RJ. The pre-Kirat RJ. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. And then what happens? Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Oh, you didn't know that, did you? Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. I simply continued where she left off. I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. Okay. Finally made it. You're the one and only time I walked into this place. I came in the same man and came out. Like this. You will come out a king. Go on then. Do what you came here to do. Okay. Pagan, hold up. Alles klar. Das war Far Cry 4. Ich habe es ja schon am Anfang der Folge gesagt, aber ich werde es nochmal am Ende sagen, weil das so schön passt zu den Credits immer. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die dieses Projekt unterstützt haben. Vielen, vielen Dank an alle, die regelmäßig drauf drücken auf den Daumen nach oben, an alle, die regelmäßig das Video anklicken, alle, die regelmäßig einen Kommentar schreiben. Danke an alle, die dieses Projekt unterstützt haben. Es wird auf jeden Fall mehr Non-Minecraft-Projekte geben, weil ich gesehen habe, dass es vielen von euch gefällt. Und ja, es ist eine Frage der Zeit, bis das nächste kommt, ja. Es wird ein Spiel geben, was mir gefällt. Es wird ein Spiel geben, was ich euch zeigen will. Und dieses Spiel wird das nächste sein, was wir spielen werden. Bis dahin. Hoffe, ich habe hier viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wir sehen uns auf jeden Fall im Stream noch, wo ich Far Cry auf 100% spielen werde, wie versprochen. Und ich würde sagen, meine Meinung zu dem Spiel. Ich finde es super cool, wie das alles so Open World geregelt ist. Total interaktiv, dass man seine eigene Entscheidung in die Story beeinflusst und so weiter. Ich find's sau cool, dass man das Ganze so kontrollieren kann mit den Outposts, mit den Belltowern und so weiter. Was für eine Variable man hat. Ich habe immer noch Quests offen jetzt, also von Yogi und Reggie zum Beispiel oder irgendwie sowas, die ich halt noch nicht gemacht habe. Ich habe mich in dem Spiel echt ausgelebt. Ich habe 80 Folgen. Ich glaube nicht, dass jemand anders ein so langes Far Cry 4 Let's Play gemacht hat. Ich habe echt alles gemacht, worauf ich Lust hatte. Und den Rest werde ich jetzt im Stream erledigen. Und ja, was ich ein bisschen schade fand, war, dass das Ende jetzt so ein bisschen spontan war. Und zwar zum Beispiel die Sachen zwischen, also das Spiel war am Anfang so eher so streckend,
von Paul bis zu Nor. Da hatten wir so richtig krasse Capture-Quests und so weiter, wie wir die einfangen mussten, wie wir die getötet haben. Und danach wurde es eher so absackend mit dem schnellen Tod von Yuma und eben dem spontanen Ende mit Pagan jetzt. Gut, aber wie dem auch sei, es war trotzdem ein super Spiel, ich habe es gefeiert. Und ich hoffe, beziehungsweise ich weiß auch, dass ihr es gefeiert habt. Wir sehen uns, wie gesagt. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Credits, denn es gehört sich, dass man sie jetzt anschaut, aber ich werde mich jetzt mal verchissen. Also vielen Dank für dieses coole Projekt. Wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Haut rein, tschüss. Trouble.
driving the taxi.
ਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Hagen's dead. It's over? We won? I can't believe we won! Ajay, did you find out where Lakshmana was? I found it, Amita. My mom's at rest now. All right, Ajay. You take your time. We'll need your help rebuilding, but that'll come tomorrow. Today, you've earned a rest. I owe you a great deal. Thank you.